Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft. Ja, hier sind wir wieder bei unserem schönen Häuschen. So. Das, ja. Ich habe es mal weitergebaut, wie gesagt. Bisschen angepasst. Zwar habe ich jetzt das Dach nicht so gebaut, wie wir es wollten, sondern ich habe oben drauf gemacht, die Slabs. Sieht man hier ja schön, ne? Schön oben drauf getan. Hat mir einfach besser gefallen. Naja, wenn es nicht gefällt, muss er ja nicht ansehen. Hier innen habe ich Scheiben reingetan, wie gesagt. Und einen schönen Boden habe ich mir zusammengecraftet. Jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass der Zug auch hier durchfährt. Dazu werden wir wahrscheinlich noch Maschine brauchen, weil ich habe ja hier keine mehr. Nein, das heißt, wir müssen nach Hause. Der kürzeste Weg ist natürlich, ja, den Schienen entlang, schätze ich mal. Sind wir eh gleich zu Hause hier. So, lauf, lauf, schneller, gib Gummi. Ja, der Zug fährt auch wieder. Okay, da kommt es gerade entgegen. Ich dachte, wir wieder tötet, der blöde Zug. Dann müssen wir auch mal schon langsam anfangen mit den, ja. Okay, da sind wir ja jetzt eigentlich dabei, ne? Was soll ich denn machen für die Verarbeitung, weil hier wird schon langsam voll. Was? 10 Diamanten schon. Also wir können bald mal wirklich nur von den Bienen leben. So, was habe ich jetzt gesagt, wollte ich holen? Schienen, glaube ich, ne? Ja. Glaube ich, das waren Schienen. Die können wir eigentlich bestellen. Was haben wir hier? Das brauchen wir nicht mehr. Schon uralt hier. Das waren Tracks, ne? Da. Craften wir mal 30 Stück. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob wir so viel craften können, ne? Ja, anscheinend nicht, weil den 30 Schiene fehlen. Ja, was brauchen wir dafür? Die haben wir ja. Wir haben ja eigentlich alles, aber was wir wahrscheinlich nicht haben, ist dieses Kerosite-Öl, ne? Oder haben wir das? Wie heißt denn das? Kerosite-Öl. Ne, haben wir nicht. Dann nehmen wir Empty-Zellen. Und füllen da mal ein paar. So. Ich hoffe, dass das die richtigen Zahlen sind. Ich weiß nicht mehr, welche wir verwendet haben, ne? So, mal weg da. Ich muss da nochmal runter. Ich weiß ja jetzt nicht mehr. Welche haben wir hier verwendet? Waren das vielleicht die falsch, was ich jetzt verwendet habe? Hier. Das war das hier. Ne, das war das mit den Einzelnen. Das hier war's. Ah, das waren die falschen Cans. Na super, traumhaft. Habe ich jetzt die falschen gemacht? Na egal, dann haben wir sie wenigstens im System. Ist ja auch nicht so schlimm. Und zwar brauchen wir jetzt mal Tin. Und dann war es die hier. Genau, die war's. Die wird er wahrscheinlich brauchen. Schau dich mal. Flammen noch. Ach, da haben wir noch jede Menge. Ja, also. Ein bisschen schneller beim Entladen ist wieder beim Laden, ne? 16. Kann ich ganz passen, wenn wir ein Stack hatten. Ah, hier sind sie. Ach, die kann man wieder nur als 16 Stück stacken. Aber zum Glück in unserem App-Leiter-Logistics-System nicht. Da kann man sie so stacken, so viel wir Speicher haben. Ja, reinschmeißen wollte ich das nicht wieder. So, aber jetzt könnten wir eigentlich theoretisch Tracks bestellen. 20. Die fehlen 20 Tracks. Was hast du nur für Schmerzen, ehrlich? Du hast jetzt alles, was du brauchst. So. Was brauchen wir für Tracks? Haben wir irgendwo noch Tracks? Ja, unten sicher, oder? Werden wir es hier noch welche haben? Nein, haben wir nicht. Aber hier brauchen wir die. Ah, ja, wird dieser Standard. Nee, doch. Die wird er nicht haben. Oder die brauchen wir für Tracks.
Die Standard, genau. Die habe ich ja, ich glaube, alle rausgenommen. Ja. Dann liegt das wahrscheinlich daran. Die haben wir alle hier in die Kiste reingeschmissen. Dann geben wir die wieder. Ein paar behalten wir uns aber. Da brauchte ich die mal alles. So, und jetzt nochmal auf ein neues, ne? Track. 20 Stück. Ah, und hier da, 32. So, nochmal 20. Und nochmal 32. Sollte eigentlich genügen, oder? Machen wir nochmal. Kann nicht schaden. Schienen brauchen wir sowieso immer wieder. Was wir dann noch brauchen werden, sind Loader und Unloader. Und zwar die Advanced. Dafür brauchen wir Item Loader. So, Loader, Unloader. Ah, das sind einfach nur umgedreht. Dispenser. Druck und eine Pressplatte. Wie nervst du mich, wenn du da unten sau bist? Das heißt Holz. So. Und Stein war das. Stone hier. Für die Item Detektor passt. Und was braucht der? Dispenser, Cobblestone und ein Bogen. Was heißt? Okay. Bei die werden wir auch öfters brauchen, deswegen machen wir die gleich. Und Faden. Ja, wie heißt der Faden jetzt wieder? Habe ich wieder vergessen. Was so eine Sache. Cursed Öl haben wir genug. Also daran hat es nicht gelegen. Faden, Faden, Faden. Ach, Menno, wie heißt denn das Ding jetzt auf Englisch? Ne, nochmal. Werden sie aber gleich haben. Da ist es. Ding, genau. Und wir brauchen noch Redstone. Oh, da haben wir aber nicht mehr viel. Da müssen wir schauen, dass wir unbedingt bald eine Redstone-Biene kriegen. Und Cobblestone. So, und wir brauchen ein Bettern. Wir brauchen auch ein paar. Jetzt gehen wir mal ein paar Rezepte machen. Damit wir das dann auch alles craften können, ne? So, eins war... Ein Rezept war folgendermaßen. So. Das war ein Rezept. Das brauchen wir leider. So. Dann war ein Rezept. Na komm. So und Holz rum. Ich zwei. Eins. Wirst du. So. So. Das war dann... Der Item Detektor. So, so. Und dann bauen wir noch diesen Bogen. Der war so irgendwie, glaube ich, oder? Okay, dann halt in die andere Richtung vielleicht. So. Wie ging der blöde Bogen jetzt? Das war Dispenser. So. Ah, okay, ja, ist ja auch irgendwie klar, oder? Bin ich jetzt... Nee, ich bin dumm, ich weiß. Alles drum, hier. Und hier. So, jetzt haben wir ihn aber. Dann hier noch einen neuen. Zack. Dann, ja, bauen wir mal gleich einen Bogen. Und zwar machen wir uns da gleich mal schnell ein. Oh. Dann ist hier der Bogen, ein Redstone und das andere ist alles Cobblestone gewesen. Genau. Dann kommst du hier rein, ein Code, dann haben wir den schon mal. So, jetzt kommt ihr alle hier rein. Und jetzt ist die Frage. Dispenser und Item Detector. Den Item Detector haben wir, jetzt müssen wir den Dispenser noch... Ne, den Dispenser haben wir auch gerade, oder? Jetzt blöd. Genau. Jetzt brauchen wir jeweils kurz überlegen. Item Loader hier. Item Unloader. Ja genau, jeweils ein brauchen wir jetzt.
So. Das heißt, das brauchen wir nicht mehr, das nicht mehr, die nicht mehr. Die Kackblume braucht kein Mensch. Was wir brauchen ist, so. Wie haben die jetzt geheißen, ne? Wird immer so die Frage, wer weiß was? Pulverisierer? Nee. Irgendwas mit Item war da. Item Detektor. Genau. Machen wir ein Stück. Und Dispenser war das. Dispenser. Genau, auch ein Stück. Gut. Dann folgendermaßen. Einmal Dispenser oben. Der unten. Und einmal werden die genau umgetauscht. Der oben. Der unten. So, dann haben wir die. Dich rein, dich rein. Gut, und jetzt brauchen wir eine Schaufel aus Steel. Das heißt zweimal Sticky und einmal Steel. Und dann einmal Steel. Steel haben wir ja auch nicht im System. Natürlich auch nicht gut. Ne? Falsch, hier wollte ich rein. Das heißt, wir brauchen Steel. Und Essen brauchen wir auch wieder. Steel müssen wir hier in der Kiste haben. So und so. Alles verbraten wir hier nicht, aber wir können... Nee, machen wir jetzt nicht. Wir neues produzieren, denn das soll uns später unser Minecart machen. Was wir noch immer nicht verbaut haben. Aber egal, es wird schon klappen dann. So, du da rein. Encoded. Wir brauchen dann noch so Bettern. Da brauchen wir noch eins. Nein, gar nicht mehr, einfach mal mehrere. So, jetzt haben wir die Schaufel. Wenn wir hier dann gleich mal eine Schaufel craften. Haben wir nicht genügend Stickies, machen wir uns die gleich schnell. So, und das so. Hier gibt diese dämliche Schaufel, dann brauchen wir noch Redstone. Und was brauchen wir dafür noch? Ein Item Loader. Loader. Einmal Loader. Einmal Unloader. Zack. Und zack. Und wir brauchen Steel haben wir, das haben wir, das haben wir. Gut. An den Ecken war Steel, habe ich jetzt gesehen. Redstone. So, und ich glaube der Unloader. Genau. Und dann der Loader. So. Coding und fertig. So, jetzt haben wir endlich die drin. Also ihr seht, das ist ja irgendwie... Man braucht hierfür 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 Rezepte brauchen wir hierfür. Also eigentlich ziemlich heftig, wenn man das so denkt, ne? Aber dafür haben wir das jetzt. Brauchen uns keine Gedanken mehr drüber machen. So, die können wir auch reinhauen. Und bestellen jetzt einfach... Wir brauchen zuerst mal Unloader. Zwar die Advanced, davon nehmen wir 4 Stück. Und Loader. Advanced Loader, ne? Was ist der Unloader? Advanced Item Loader. Auch 4 Stück. Jetzt haben wir Unloader und Loader. Gut. Dann brauchen wir noch diese Boarding Tracks. Da müssten wir ja noch welche haben, da unten. Hier, Holding Tracks, das macht dasselbe. Ja, für uns jetzt eigentlich relativ blöd, ne? Es gibt ja... Mal kurz schauen. Ich will die haben, die nur in einer Seite funktionieren. Das gibt ja auch. Das heißt... Kommt der Zug von dieser Seite, entladet er von anderer Seite nicht. One way, da sind sie. Boarding Tracks. Nee, ich glaube One Way heißen die. Control Track. Get One Way Track.
Gute Frage. Dimension. Ich kann ja mal kurz nachsehen. Was habe ich jetzt gesagt? Die One-Way-Track. One-Way-Track. Schauen wir mal gleich, was der hier sagt. Aha, verstehen gar nichts, aber wird schon so passen? Nee. Okay, muss ich nicht verstehen. Ich verstehe den Track hier nicht. Das heißt, wir müssen uns anders. Aber der Boarding Tracks? Die geht ja nur in eine Richtung, das ist ja klar. Die geht in beide Richtungen, ist auch klar. Aber ich will eine Schiene. Was? Lockdown, also nee. Lokomotiv Track, Limiter Track. Elevator brauchen wir nicht, Track Remover brauchen wir auch nicht. Es gibt sicher eine Schiene, die ich brauche. Und zwar, dass er, wenn er in eine Richtung fährt, fährt er vorbei, andere. Loader an, Loader. Naja, dann machen wir es anders. Das werden wir schon hinbekommen. Nur keine Sorge. Ich habe schon eine Idee. So. Ihr macht hier brav, ja. Zum Laden haben wir eh nichts, oder? Nee. Hier unser Laptop können wir ein bisschen laden. Ach, es dauert mir zu lange. Lass mich in Frieden. So, das heißt, wir müssen zu unseren, ja, Häuschen. Da fahren wir am besten mit dem Zug oder gehen wir zu Fuß. Zu Fuß sind wir schneller als mit dem Zug. Auch komisch, ne? Wenn man mal zu Fuß schneller ist als mit dem Zug. So, das passt alles. Wir brauchen noch ein paar Kisten, die können wir uns craften. Denn ich will das alles ein wenig zwischenbuffern. Besser, oder? Wir machen das direkt mit Applied Energistic. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. So, Zug, warum stehst du wieder? Du hast wieder kein Wasser. Willst du mich verarschen? Ja, dann bleib hier stehen. Dieses Mal vergiss ich dich nicht. So, wir werden uns hier eine schöne Holzbrücke hinzaubern. Und zwar geht das hier dann raus. So. Hier einfach. Ah, Menno. Hier einfach entlang. Zack, zack. Komm. Ey, warum sind wir hier als Höhe? Das geht ja gar nicht. Hätte ich eigentlich schon vorher bemerken müssen, ne? Na egal, dann machen wir hier eins tiefer wieder. Und zwar sind wir hier dann. Wo sind wir hier? Ach, wirst du. So. Komm hinter. Zurück. Zack. Dann geht das hier so folgendermaßen. Und zwar. Hier kommt die Schiene dann weg. Hier auch. Vorerst mal. Und dazu wird hier einfach umgeleitet. Zack, rauf. Einfach in unser schönes Häuschen hier rein. Hier rein, dann fährt er hier entlang. Zack. Hier raus und hier geht es dann wieder nach draußen. Hier haben wir noch zu wenig Holz, da haben wir hier noch ein bisschen. Ah, hier haben wir noch jede Menge. So, und dann geht es hier weiter. Hier müssen wir dann darauf achten, dass wir wirklich schauen, wie weit wir hier fahren, rausgehen, dass wir hier drüben parallel sind. Weil ich hätte das eigentlich schon gleich höher gehabt. Ich dachte eigentlich, das wäre gleich höher. Aber man sollte nicht dafür denken, hat man mal irgendwann jemand gesagt. Wir haben hier hinten, wie viel haben wir noch? 1, 2, 3, 4 Blöcke. 1, 2, 3, 4. 2, 4, so. Dann kommst du hier hin und du hier weg. Zack. Der wird umgeleitet.
Genau. Das heißt, der Zug fährt dann hier rein. Was wir jetzt gleich machen müssen, ist mal kurzerhand Wasserzellen bestellen. Haben wir da irgendwo Wasserzellen? Ein Eimer hätten wir. Mehr haben wir nicht. Dann bestellen wir hier mal. So, und dich weg, dich weg, dich weg. Dich brauchen wir. Dich brauche ich wieder. Und machen wir uns mal hier ein paar Zellen. Okay, jetzt bringen uns die Wasserzellen hier auch nicht viel, ne? Aber egal. So, und wieder rauf. Ich tue das gerne unter Wasser, dann hat man kein fließendes Wasser oben drüber. Und jetzt werden wir gleich den Zug befeuern wieder damit. Setzen wir uns rein, dann kann er uns gleich mitnehmen. Warning. Jetzt fängt der an. Warum hat der jetzt hier eigentlich so viel Kohle drin? Irgendwas ist da mit dem Laden falsch gegangen. So, dann machen wir ihn etwas langsamer. Wird er eh gleich das Team produzieren und dann fährt er eh schon los. So, jetzt produziert das Team und jetzt fährt er gleich los. Genau, jetzt fahren wir mit dem Zug. Düdüt. Er dampft schön, also das ist gut animiert, finde ich. Und jetzt müsste der Zug eben reinfahren. Wird dann drinnen unsere Sachen abladen, die wir hier hinten haben. Okay, kannst du mir erklären, warum du das nicht abgeladen hast zu Hause? Ah, ehrlich, dieser Zug macht mich nervlich fertig. Es ist immer so ein Drama mit dem Zug. Ich hab doch alles eingestellt. Der will mich einfach nur verarschen. Das ist das Einzige, was er will. Komm hier. Er will nichts anderes außer mich verarschen. So. Immer drei Wasserzellen sollen wir drin haben. T. Dann warten. Dann warten wir halt, bis du fertig bist mit dem Laden. Tja, warten wir, bis du fertig bist mit dem Laden. Ich weiß ja nicht, was du willst von mir, aber so geht es halt nicht. Team Lokomotive, Chest Card. Dann tun wir hier einfach nochmal so machen, sagen wir hier Stückzahl. Das heißt, er soll immer 64 und 3 Stück drin haben. Jetzt müssen wir warten, bis er wiederkommt und mal gucken, ob er jetzt entleert oder nicht. In der Zwischenzeit können wir uns gleich mal für Essen organisieren. Ich hoffe, wir haben da noch irgendwas Brauchbares. Hier hätten wir 22. Na, vorerst mal für die wichtigste Nahrungsquelle reicht es. Für den gröbsten Hunger reicht es. So, und wann kommt der Zug jetzt? Ich hoffe gleich. Deshalb komme ich wieder nicht dazu, was ich machen wollte. Was ich wahrscheinlich eh nicht mache, weil seitdem die Folge eh gleich wieder vorbei ist. So. Komm doch, du blöder Zug. Oder steht da schon wieder irgendwo? Ich rate es dir. Egal. Wir schauen mal hier hin. Und zwar hier kommen dann die Item Loader hin. Das heißt, wir laden mal. Laden dann von dieser Seite hier. Beziehungsweise doch von dieser Seite. Wollen wir hier zuerst wird er entladen und dann wird er geladen, oder? Aber es ist egal, je nachdem von welcher Seite dazu kommt. Dann machen wir hier mal entladen. 1, 2, 3, 4 und hier laden. Wir haben hier 2 rein. 2 rein. 1, 2, 3, 4. Hier müssen wir aufpassen, dass wir hier sagen, zum Beispiel Stückzahl. Dass wir hier wirklich nur Stein oder sowas mal reintun als Testzwecke, dass der nicht wirklich alles abladet hier.
Ja, hast ja recht, fair über meine Dings drüber. So gut, das hatte ich. Ah ja, er kann eh noch nichts machen, weil hier die Boarding Tricks fehlen. Die müssen wir noch aufmachen. So, so, so. Die habe ich ja zum Glück eingesteckt. So. Zack. Und hier auch nochmal. Und zack. Da sind die Loader. Passt. Und jetzt flitzen wir mal den Zug entlang und schauen und hoffen, dass er dort wirklich das macht, was ich ihm gesagt habe. Oh. Ausgeflogen. Dass das wirklich macht, was ich ihm gesagt habe. So. Und zwar nehmen wir hier mal das weg. Und das weg. Und hier zwei weg. Um zu schauen, ob der wirklich ladet oder nicht. Beziehungsweise wie viel er aufladet. Aber stehen bleibt und wirklich voll ladet oder nicht. Sind wir denn jetzt hier? Also jetzt sind wir eh schon da. Weil hinten haben wir ja jede Menge. Hier sind noch 6 Diamanten und so weiter. Das soll ja alles eigentlich entleeren, ne? Ah, okay. Na, super. Jetzt weiß ich, warum man das nicht macht. Habt ihr es gesehen? Hier sind keine Pollenstrecken mehr. Warum das nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. Dann können wir hier das Weight wieder rausmachen. Da brauchen wir kein Weight. Das macht er dann automatisch eigentlich. Können wir hier auch auf T lassen. Oh, ne, Stick. Das passt. Hier auf T, dass er alles rauswirft. Okay, dann hat sich die Sachlage geklärt, warum das so war. Keine Ahnung, warum wir jetzt weg sind gewesen. Ah, wahrscheinlich, wo ich den Boden gemacht habe, ne? Kann sein, als ich da wieder abgerissen habe. Weil die fliegen ja alle runter und habe sie vergessen wieder zu setzen. Weil ich ja die Steine da platziert habe. Ja, klar, klar, das ergibt Sinn. Nicht dran gedacht, nicht dran gedacht. So, was machst du denn eigentlich jetzt hier? Fährst du hier rein? Das passt dann ja. Kann ich da mitfahren? Ja. Fährt er hier durch? Ignoriert natürlich alles, weil hier ja Stein drin ist. Sonst würde er natürlich stehen bleiben, wenn hier kein Stein wäre. Laden kann natürlich auch nichts. Das passt auch. Und ja, in der Folge kommen wir wieder nicht dazu, das pleite Logistiksystem aufzubauen. Ja, aber was wir vorerst mal machen werden, ist hier die Solarzelle, die ich irgendwo rumschlumpfen habe. Und da Werkzeug, glaube ich. Genau, die werden wir mal aufbauen. Und zwar hier haben wir die Ausloader. Dann wird hier das Logistik irgendwo stehen. Das heißt, wir werden die einfach hier irgendwo reinbauen, die Solarzelle. Ich würde fast sagen, so irgendwo mittiger bisschen. So, du mal weg und hier kommt die Solarzelle hin. So. Da kann ich schon mal laden hier. Und ich werde eine MFI organisieren, damit wir wirklich genügend Power haben. Damit das auch funktioniert alles. Das ganze System und das breite Logistik. Und ich werde mir hier offline mal ein paar Gedanken machen, wie wir das ganze hier handhaben werden. Also viel Spaß und ciao Leute. Bis dann.